So, jetzt gibt's was richtig Deftiges. Und zwar waren das ja noch tolle Zeiten, als die Männer einen Drachen getötet haben und dann das Fleisch nach Hause gebracht haben. Oder, Herr Dr. Hopstock? Vollkommen richtig. Das war damals auch eine abenteuerliche Zeit. Deswegen heißt es auch tatsächlich Drachenbraten, weil damals die Prinzen, um die Hand anzuhalten von irgendwelchen Prinzessinnen, mussten sie ja immer irgendwelche Drachen erlegen. Wenn dieser Drache erlegt war, das war ja damals mit Kühlschränken noch nicht so, dann musste man den ja auch haltbar machen. Also hat man diesen Drachen in Salz eingelegt, was man meistens dann auch wahrscheinlich eher aus Afrika bekommen hat. Dann war der haltbar, ne? Da war der haltbar und dann wurde er zu Festivitäten einfach wieder erwärmt und von allen Gästen und vom ganzen Volk eigentlich da verspeist, wenn der König einen ausgegeben hat. Sehr schön. Und heute haben wir da jetzt mit dem Drachen, da ist nicht mehr so, aber das ist jetzt, glaube ich, ein Schweinebraten, ne? Das ist jetzt ein Schweinebraten, weil die Drachen aus unerfindlichen Gründen ausgegangen sind, mussten wir auf Schwein umsteigen. Dieses Schwein stammt, ist ein Bioschwein, wie man vielleicht noch sieht. Und es wurde von einem Metzger in der Nähe von Obergünzburg für uns erlegt und dann in Salz eingelegt, wie der Drache. Sehr schön. Und da darf ich jetzt ein Stück probieren. Und Sie haben da ja selbstgemachte, von Ihnen selbstgemachte Soßen. Was haben wir denn da dabei? Also wir haben die tollsten Soßen eigentlich aller Tänzelfeste der Welt. Das ist einmal die venezianische Zwiebelsoße. Ich habe sie mehrfach in Venetien gegessen, aber ich habe sie noch ein wenig verfeinert. Hier ganz neu im Angebot die Kräuter-Senfsoße mit Kräutern aus meinem Garten und eben ganz wichtig auch von einem ehemaligen Flötenschüler, ein bekannter Hersteller von Demeter-Säften, habe ich noch ein wenig Holundersirup dazu gegeben, was dem Ganzen noch eine fruchtige Note. Ein bisschen süßlich. Dann vor kurzem waren wir auf einer Mission in Ghana und in Ghana haben wir den Bischof von Tichiman getroffen. Der hat uns eine selbstgemachte Soße kreiert und kredenzt und dann wurde dazu gesagt, dass die früher das Drachenproblem in Afrika auch hatten. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut zu dem Braten. Die ist ein bisschen schärfer, oder? Die ist sehr, schon scharf, ja. Und dann hier eigentlich mein Favorite, die Limettensoße mit Limettenabrieb, bis die Finger wund sind. Paprika, aber eben nicht Chili-Paprika, damit es auch die Kinder essen können. Limettensaft, Salz, Quark und Creme fraiche. Also ganz köstlich. Ja. Also am liebsten würde ich ja die, das ist eine schöne Geschichte mit dem Bischof, aber ich glaube, es ist mir zu scharf. Das wäre auch meine Empfehlung. Ja, wäre Ihre Empfehlung. Unbedingt. Ja. Ja. Schlag zu. Der Drachenbraten vom Rotary Club. Vielen Dank. Das deftige Essen hat richtig durstig gemacht und da gibt es eigentlich nur eins, was man auf einem mittelalterlichen Fest trinken kann und das ist der Met. Und hier am Metstand bin ich mit Markus Kreitmeier und er weiß genau Bescheid über den Met. Was ist denn da drin in diesem Honigwein? Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist Honig, Wasser und Hefe. Die Hefe wird dazu benutzt, um den Gärungsprozess in Gang zu setzen. Da entsteht logischerweise auch Alkohol und verschiedene Geschmacksrichtungen werden dann durch Zugabe noch von Kräutern oder Gewürzen erzeugt. Probieren wir doch gleich mal. Probieren wir mal. Los. Oh ja, der ist sehr süß und den Honig schmeckt man
genau. Richtig raus. Seit wann habt ihr denn diesen Stand? Schon ziemlich lange, gell? Ja, wir sind mit einer der ältesten Teilnehmer beim Lagerleben. Wir sind seit 1991 hier vertreten. Und der Met ist ja, habe ich gelesen, eines der ältesten alkoholischen Getränke überhaupt. Warum glaubst du denn, ist das so ein Renner? Ja, ich glaube, dass die Besucher, wenn sie hier auf so ein historisches Lagerleben kommen, die möchten einfach auch in diese Zeit eintauchen und vor allem das auch geschmacklich tun. Das merkt man auch beim Essen. Und da ist Met, ist ja das Getränk aus dem Mittelalter, eins der ältesten Getränke. Und deswegen will jeder mal probieren. Man sieht es sonst selten, aber richtig. Auf dem Lagerleben. Zum Wohl, Markus. Genau. Prost. Auf ein schönes Lagerleben. Danke. Und bei uns geht es jetzt gleich weiter. Wir laufen weiter übers kulinarische Lagerleben. Natürlich muss es auch was Vegetarisches geben und da bin ich hier genau richtig bei der Kolping Akademie bei Kirsten Kotter und du hast ein ganz tolles Buch aus dem Mittelalter gefunden. Genau, wir haben ein Buch aus dem Mittelalter geholt und haben uns überlegt, dass wir wirklich was machen wollen, was es früher auch gab. Wir hatten schon von Anfang an überlegt, dass es Semmelknödel geben könnte und haben dann überlegt und haben dann tatsächlich in dem Buch gefunden, ich weiß jetzt nicht genau, wo es ist, aber ich glaube, es ist... Du musst auch sagen, wie das heißt, weil genau. Das so toll ist. Wie man ein deutsches Mannsbild bei Kräften. Super. Weil ja. Die meisten, also viele Männer, die ich kenne, essen vielleicht nicht so gern vegetarisch, aber ja. Das scheint ja dann was Gutes zu sein. Genau. Und du hast ja gesagt, Semmelknödel gab es sogar auch im Mittelalter. Genau, schon. Semmelknödel gab es im Mittelalter. Wir haben Obstknödel, Probstknödel und... Abtsknödel, nicht Obstknödel, sondern Abtsknödel. Genau. Und da steht es auch drin. Ja. Weizenmehl, Hefe, Zucker, lauwarme Milch, Eier, Butter, genau. Also man hat tatsächlich Serviettenknödel, die vorzugsweise nur auf den Tafeln der Äbte und Burgherren kamen. Oh, das ist was Vornehmes. Genau, was Vornehmes. Und ihr habt dann noch Bärlauch reingemacht. Genau, wir haben dann noch Bärlauch reingemacht, weil es das ja früher auch hier einfach gewachsen ist. Ja. Ja, genau. Also das konnte man in der Natur sammeln und es sich einfach holen, ohne es anzubauen. Und deswegen, genau, gab es dann einfach Bärlauch. Darf ich denn auch einen probieren? Natürlich. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was jetzt, also das sind die Knödel und da kommt jetzt was noch drauf? Das sind die Knödel, es sind einmal eben die normalen Serviettenknödel, vielleicht ja. Nicht. Und dann kommt da noch Nussbutter, also gebräunte Butter drauf. Mhm. Und wenn man möchte, Hartkäse, muss aber nicht. Ja, gerne für mich. Ja, genau. Und Schnittlauch. Und Schnittlauch. Und Schnittlauch. Ja. Super. Oh, hier fängt es jetzt richtig an zu regnen. Ja, gut, dass wir unter Dach stehen. Vielen Dank. Das Besteck noch? Danke. Isst du auch ein Stück mit? Oder hast du heute schon? Nein, ich habe noch nichts gegessen. Tatsächlich, wir waren so im Stress bisher. Bin ich gespannt. Da haben wir jetzt wirklich was man im Mittelalter auch schon gegessen hat in unserer Region. Lecker. Ich finde es auch super, dass man was Vegetarisches anbietet, weil es kommt einfach immer mehr. Es ist immer mehr im Trend. Ja, und ich glaube, im Lagerleben ist noch ein bisschen wenig. Angebot. Also nicht an jedem Stand, sagen wir mal so. Es gibt schon Angebot, aber man muss danach suchen und wir wollten eben zwei Alternativen haben. Toll, dass ihr euch da so Gedanken gemacht habt. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt hier die Situation, dass wirklich ein wahnsinniger Regen gekommen ist. Die Leute sind weg und wir haben uns hier bei der Kolping Akademie untergestellt und haben gehört, es gibt jetzt noch wunderbare Waffeln. Und zwar habt ihr welche? Aus besonderem Mehl. Genau, wir haben Dinkelmehl genommen mit ein bisschen Roggenmehl drin, weil wir so im frühen Mittelalter gab es wohl noch kein Weizen in Deutschland und eher die anderen Getreidesorten und deswegen haben wir einfach, sind wir auf Dinkelmehl, was ja teilweise auch heute viel besser verträglich ist
Und wir haben, natürlich gab es kein Waffeleisen, aber ein bisschen muss man ja auf die moderne Zeit gucken. Und wir haben viereckige Waffeln zumindest, weil es gab mit Sicherheit keine Herzchenwaffeln. Das also, denke ich auch. Das ist mal klar. Von dem her, genau, sind wir zumindest auf die viereckigen umgestiegen. Ja, und wir haben eine selbstgemachte Erdbeersoße dazu und eine selbstgemachte Schokoladensoße dazu. Super. Genau. Also dann, und Erdbeeren gab es natürlich. Die gab es. Ja. Und ich würde vielleicht mit Puderzucker. Mit Puderzucker. Dann gute Wahl. Ja, okay. Süßes bekommen. Ihr seid unsere Rettung. Und jetzt habe ich noch gehört, also obendrauf gibt es auch noch ein Lied von der Kolping Akademie. Ihr seid so eine Art Chor. Genau. Wir haben uns zum Lagerleben zusammengeschlossen zu einem kleinen Mittelalterchor. Wenn du tanzt mit mir, dann komm ich zu dir. Ich schenk dir ein, wenn du tanzt mit mir, dann bekommst du weiter.